Ja, freut mich sehr, dass ich bei dir heute da sein darf, Randi. Ja, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, du bist ja schon sehr lange in diesem Bereich aktiv, hast gerade gesagt, 20 Jahre als Coach, Heilpraktikerin, also Ja. sehr viel Erfahrungswissen, was wir da heute anzapfen dürfen. Und da freue ich mich riesig drauf. Ja, freue mich auch mega. Hatte auch schon den ganzen Tag so das Gefühl, dass jetzt hier so ein wirklich sehr großer Raum aufgehen darf in unserem Gespräch. Ja, und eben auch ein wichtiges Thema. Ich kenne heute das rein. Ja. Herz öffnen, Herz heilen, gebrochene Herzen heilen, auch in die Daseinsfreude, in die Vollendung der Liebe und wie du auch heute noch gesprochen hast, wirklich diese, wie wir in dieser Verletzlichkeit auch ganz viel Heilung erfahren dürfen, Ja, dass voll. die einfach ein ganz ein schöner, schöner Weg ist, dahin zu kommen. Und du hast ja auch einen Kurs von der Alchemie des gebrochenen Herzens, die Vollendung in Liebe, der jetzt auch bald startet, also meldet euch gerne Ja. dabei Randi noch, falls euch das Interview gefällt. Und diese Interviews sind ja auch eine Vorbereitungsreihe von der Gruppenfernheilung jetzt am 2.5., wo wir weitere Interviews noch folgen werden. Und immer zum Thema Herz, Daseinsfreude und da sind ein paar coole Sachen auch dabei. Also schaut die nächsten Tage immer wieder mal vorbei auf mein Profil. Ja, Randi, was hat dich sozusagen auf diesen Weg der Heilerin, des Heilpraktikerin, Weg der Coaching geführt? Was war so dein innerer Antrieb auch vom Herzen? Was hat dich da hergebracht, Menschen zu begleiten? Ja, das war im Grunde eine ganz tiefe, dunkle Nacht der Seele, durch die ich gegangen bin, über 7 Jahre, und zwar schon ganz früh. Also mit 21 ist meine über alles geliebte Großmutter gestorben. Und nach diesem Ereignis, also nach diesem Todesfall, ist mir wie der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Und ich hatte 7 Jahre lang wirklich sehr heftige Angstzustände, Panikattacken, Selbstmordgedanken. Also das ging sehr, sehr tief. Und das war nicht nur 7 Wochen oder 7 Monate, sondern wirklich 7 Jahre. Bei mir ist ganz viel mit der Sieben, in diesem 7-Jahres-Zyklus. Und deswegen, weil ich einfach so tiefes, tiefes Leid erfahren habe und einfach, ja, mich ja auch, mir auch das Leben nehmen wollte, weil es einfach, ich das Gefühl hatte, ich halte das nicht mehr aus, diese permanente Angst da war und auch die Panik, habe ich natürlich angefangen zu suchen, zu suchen, zu suchen, was kann mir helfen. Und deswegen war ich überall, wo ich mitgemacht habe, wo ich Ausbildungen gemacht habe, ja, wo ich an irgendwelchen Seminaren teilgenommen habe, ich war immer das Küken, ja. Man, die meisten Leute, die da so da waren, die wachten so auf so 40, 50, dass sie gemerkt haben, sie wollen was in ihrem Leben verändern. Und ich war einfach schon mit Anfang 20 voll drin, sozusagen. Und ich hatte mit 23 meine erste Gotteserfahrung. Und das war wirklich ein unglaublich erstes Erlebnis, wo ich das erste Mal genau dieses Gefühl habe, dass das Herz wie aufgerissen wird, wie. Weil das Herz ist ja nicht das, was bricht, um es jetzt schon mal vorwegzunehmen. Es ist nie das Herz, was bricht. Es ist das, was wir der Liebe entgegenstellen, was bricht. Alles, was nicht, alle unsere Illusionen, unsere Schlussfolgerungen, unsere, alles das, wo wir in Trennung sind, das ist ja das, was bricht. Das Herz an sich kann nicht brechen. Und in dieser Gotteserfahrung, also mir wurde wirklich diese Gnade zuteil, dass ich in der dunkelsten Nacht der Seele wirklich Gott geschaut habe und geschaut habe, dass wie alles zusammenhängt. Und nach dieser Erfahrung war im Grunde alles anders als vorher. Es war nichts mehr so, wie es war. Und danach war noch nicht alles gut. Da lagen noch ungefähr, das war mit 23, und da lagen noch ungefähr 5 Jahre vor mir in dieser tiefen, dunklen Nacht. Aber etwas Grundsätzliches war anders. Es gibt einen tiefen Frieden, der mich nie wieder verlassen seitdem. Und ich habe verstanden, dass diese tiefe, dunkle Nacht der Seele, diese 7 Jahre, wirklich meine Initiation war in meine Aufgabe, die ich jetzt hier zu berufen bin, zu tun.
Und wenn man drin steckt, fühlt sich das natürlich super kacke an und man versteht überhaupt nicht, warum das passiert. Aber im Nachhinein ist es ja immer so, wir leben ja vorwärts. Wir verstehen nicht immer, warum wir in bestimmten Situationen sind, weil wir eben vorwärts leben. Aber wir verstehen das Leben eben rückwärts. Wenn wir zurückschauen, dann verstehen wir, ah, das ist deswegen passiert, das ist deswegen passiert. Und dadurch, dass ich einfach so ein unheimlich tiefes Gefühlsspektrum habe und mir kein Gefühl fremd ist und keine Tiefe fremd ist, habe ich so geweitete Gefäße, dass dass es mir möglich ist, einen Raum zu geben für egal welche Thematiken, egal mit welchen Thematiken die Menschen zu mir kommen. Und das musste ganz genau so sein. Ich sehe das jetzt wirklich wie eine Einweihung, wie eine Initiation in meine Aufgabe. Ja. Was machst du da, wenn Menschen da hineinfallen? Weil wir sind ja nicht alleine, ich kenne das ja auch in Ja. meiner Lebensgeschichte und das passiert ja gerade jetzt auch vielen Menschen immer mehr und ist schon vielen Menschen passiert. Und wenn sie da direkt in diesem Prozess drinnen sind, wo was im Grunde ja auch ihre Welt bricht zusammen, sie wissen nicht, was vor sich geht, viel Schmerz auch da, Ja. viele Erwartungen werden gewaltig zerstört oder gewaltsam zerstört. Was gibst du diesen Menschen mit, sozusagen, wenn sie gerade auch in so einer Phase sind, wo es gerade auch schwierig ist, vielleicht auch jetzt nach einer Trennung, nachdem jemand gestorben ist, nach etwas Essentiellen im Leben, was weggefallen ist? Ja, natürlich zuerst einmal die totale Empathie und Erlaubnis für das, was gerade da ist. Erstmal das. Und dann schaue ich eben, was verbinden Sie denn damit, wenn jetzt zum Beispiel dieser Mensch weggegangen ist oder gestorben ist? Was bedeutet das? Und dann schaue ich, wo ist da eine Perspektive, die Sie vielleicht auch anders einnehmen können? Ja, aber dafür braucht es vorher unbedingt erst die Empathie und das Fühlen und das Verstehen. Die Trauer ist notwendig, wirklich notwendig, um mich wieder mit mir zu verbinden. Trauer ist ja das Gefühl, was mich quasi wieder mit mir zurückverbindet, wenn ich mich verloren habe ans Außen. Wir brauchen freie Trauer. Und wenn das durchlaufen ist, dann kann man zum Beispiel auch die Frage stellen, also eine meiner Lieblingsfragen, gerade in sehr schmerzhaften Situationen ist zum Beispiel, warum hat das Leben dich jetzt ganz besonders lieb? Ja, gleich eine andere Öffnung. Ja, warum ist jetzt, kannst du dir vorstellen, dass das Leben dich jetzt, indem es dir etwas ganz Liebes nimmt, zum Beispiel, oder indem eine augenscheinliche Katastrophe passiert, kannst du dir vorstellen, dass das gerade vom Leben ein absoluter Liebesdienst ist und dass das Leben dich gerade in deine Aufgabe stellt? Also einfach dahingehend schon mal was zu öffnen. Aber das kann man nicht zu schnell machen. Das ist wichtig. Es gibt schon so eine gewisse Reihenfolge, die man da einhalten darf. Wenn man das zu schnell macht, dann wirkt das sehr, soll ich das sagen, unterdrückend oder zu hart oder einfach die Menschen können dann damit erstmal nichts anfangen, ja, weil erstmal muss ja der Schmerz oder dass es wirklich da ist, total angenommen werden. Ja, ich habe diese Frau so schön gefunden, dass du wirklich so zuerst mal diese Annahme, diese Trauer annehmen, diese Trauer da sein lassen, diese Empathie, dieses Mitgefühl mit dir und dann erst die ganzen Mindset-Sachen. Weil die meisten Menschen gerade in diesem Bereich, die beginnen dann gleich mit dem Mindset und gleich State Management und überbrücken genau diese Gefühle, diese Emotionen und dann staut sich alles auf und wir bleiben Genau. hängen in der Regel in Ja, diesem und oft dient es Gefühl. eben der Unterdrückung der Gefühle und wir unterdrücken die Gefühle ja im Grunde deswegen, weil wir sie nicht verstehen, also weil wir nicht genau. Bringt uns ja keiner bei, oder? Oder wer hat das bei den Eltern gelernt oder in der Schule gelernt? Für was steht denn das Gefühl Trauer? Warum kommt es? Und wie reguliert es dich wieder in die Mitte? Ja? Zum Beispiel jetzt, wenn eine Trauer da ist. Es kann auch Wut da sein, natürlich, wenn jemand geht. Ja? Was bedeutet das? Und das helfe ich den Menschen einfach in sich zu lesen. Also in sich zu lesen, wie funktioniert eigentlich meine Innenwelt? Was bedeutet das, wenn jetzt Trauer da ist? Und ich helfe quasi, dass Menschen sich in ihren Gefühlen lernen zu führen. Ja. Ja.
Ja, das ist fast, gestern ist mir das noch tiefer gekommen, auch viel, gerade bei Frauen, dass einfach dieses Fühlen, dieses Mitteilen auch der Gefühle, dass das diese Führung ist oft. Und da haben einfach so viele Frauen einfach kein Vertrauen mehr darin, weil eben, hör auf zum Weinen oder du mit deinen Gefühlen oder du bist wieder zu viel oder sonstiges, was du auch immer wir erlebt haben in der Kindheit, wenn du sagst, das wird ja den wenigsten Kindern beigebracht, wirklich mit Gefühlen, Emotionen und Bedürfnissen schön umzugehen. Dass das was ganz natürlich ist, dass die vor allem sehr wertvoll sind, dass die uns führen können durchs Leben, durchs ganze Leben und einfach so wertvoll für uns sind. Und wir dann eben immer in diese Unterdrückung kommen oder in den Kampf gehen, sie explodieren, was meistens dann sich gegenseitig immer abspielt. Ja, voll, genau. Ja, das ist eben dieses, das meiste passiert ja aus Unwissenheit, diese Unterdrückung, ja. Oder wenn jetzt zum Beispiel ein Vater keinen guten Kontakt zu seinen Gefühlen hat oder eine Mutter keinen guten Kontakt zu ihren Gefühlen, dann will ich natürlich die Gefühle beim Kind auch unterdrücken, ja. Ich habe als Kind schon viel geweint, also Trauer ist bei mir sehr frei und das ist eins der Gefühle, mit denen ich auch, die mir diese ganze Heilkraft einfach. Das ist das Gefühl, was mir meine Heilkraft auch schenkt, weil über die Trauer nehme ich nicht nur total tiefe Verbindung zu mir auf, sondern auch zu den anderen. Also wohlbemerkt freie Ja. Trauer, frei fließende Trauer. Und mir wurde das früher immer, ach, die Sirene kommt wieder vorbei, ja, so diese abwertenden Bemerkungen über Gefühle, ja, und das kommt eben einfach aus einer Unwissenheit, ja. Nimm uns da mal mit in diese freie Trauer. Lass uns das mal Okay. spüren. Ja, okay. Stell dir vor, du bist doch gerade an der Ostsee, oder? Ja. Ja, okay. Und hast du da schon mal einen Sonnenuntergang erlebt? Oder einen Sonnenaufgang? Ja. Sonnenuntergang ist, glaube ich, sogar noch besser. Und wenn du dann da so stehst und du schaust so auf das Meer und du hast so diesen Sonnenuntergang, Ja. was fühlst du dann? Ist so schöne Berührtheit ist jetzt da. Ja, genau, und das ist freie Trauer. So ein, wie soll ich sagen, ein Sehnen nach der Ewigkeit, ein Sehnen nach dieser göttlichen Geborgenheit in der Ewigkeit. Freie Trauer für mich fühlt sich so an, als wenn ein Schwan sein Gefieder um mich legt und mich bettet und mir hilft. Die Trauer hält alle anderen Gefühle in ihrem Gefieder. Trauer ist das Gefühl, was mich erdet. Freie Trauer, nicht Trauer, die an irgendeine Situation im Außen gebunden ist, worüber ich dann Schmerz empfinde. Das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Ja, und das, genau, also genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, diese Berührtheit, das ist es eigentlich. Und Trauer ist so ein wunderschönes Gefühl. Also bei mir ist wirklich so, wenn ich mal 2 Tage nicht irgendwie geweint habe, und gar nicht jetzt wegen etwas Schmerzhaftem, sondern einfach, weil ich so mega berührt bin von etwas, dann ist irgendwas nicht ganz im Lot, ja? Also ich bin so drauf, ich bin einfach so super nah am Wasser gebaut. Es ist einfach diese Berührbarkeit, diese Durchlässigkeit, die meinem Wesen, einfach entspricht und die auch eine ganz große Intimität mit anderen Menschen ermöglicht dadurch. Ja, es ist so schön, weil das habe ich gestern auch in einem Film gesehen, wo es eben auch darum ging, so also angesprochen, dass es nicht nur immer um die Freude geht, weil es geht ja um dieses Interview auch um die Daseinsfreude, sondern Ja. der Gegenspieler eben auch sowas wie Trauer oder Kummer immer auch Platz haben darf. Und nur wenn wir beides leben und integrieren, dann wird es richtig schön und rund. Ja, und es ist so wie, wir hatten das gerade heute im Coaching-Abo, da habe ich so also dieses Bild genommen, ne? So wie jetzt zum Beispiel, jetzt ist der Frühling, oder? Das ist so die Witterzeit, dann kommt der Keim aus dem Boden und das ist so, ja, rein ins Leben, so dieser erste Impuls. Und dann kommt die Stierphase und dann verwurzeln wir uns in der Erde. Und das ist das Wachstum in die Erde. Und das ist zum Beispiel die Trauer. Die Trauer verwurzelt uns in der Erde. Die Trauer macht uns ein bisschen, gibt uns Boden. Verbindet uns ganz tief mit uns. Ich meine, wer kennt das nicht, wenn man mal so wirklich geweint hat, dass dann auf einmal der Trost ist da, es ist alles gut. Dieses ganze Kopfkino hat aufgehört, ist eine Erleichterung da, man ist wirklich geklärt, ja. Und dieses Wachstum ist eben auch wichtig in die Erde.
So wie wenn man jetzt einen Baum nimmt, der wächst genauso in die Erde, wie er auch in die Krone wächst. Genauso tief, man sieht es nicht, aber dieses Wachstum ist auch wichtig. Und alle wollen immer nur, was weiß ich, Freude und Liebe, aber das Tor, so erlebe ich es und so erlebe ich es auch mit Tausenden von Klienten, das Tor zur Freude und das Tor zu diesen Gefühlen ist eben, die anderen anzuerkennen. Und dann müssen wir die anderen gar nicht so suchen, die stellen sich automatisch ein, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Trauer verstehe als das Gefühl, was mich ganz tief mit mir verbindet, natürlich entsteht da automatisch Liebe. Trauer hilft mir zum Beispiel auch mehr, mein Herz zu öffnen und noch mehr Liebe zu fühlen. Ja, finde ich gerade mega schön, dass da einfach ja, uns diese reine Trauer schenkst in deinen Erzählungen und Erfahrungen und das, was mitschwingt, dass einfach Danke. Menschen das wieder ja, erlauben. Weil es war ja auch zum Beispiel mein Weg, weil ich klein war, mein Vater und mein Großonkel und Großcousin beim Bergwerksunglück verloren habe damals. Und da weiß ich auch noch, da war dieser Moment, wo ich, ja, ich muss jetzt der Starke sein, ich muss jetzt für meine Familie da sein, als 8-jähriger Junge damals. Da hat mir aber gerade diesen Trauerprozess unterbunden. Ich habe mir das nicht erlaubt damals. Ich habe wirklich erst mit 14 das erste Mal wirklich wie mein Vater geweint, mir das so erlaubt. Und in dieser Phase hat sich natürlich die ganzen Depressionsdings aufgebaut, was dann auch bis 23 bei mir gedauert hat, bis ich da rausgekommen bin. Aber das war eben genau deswegen, weil mir niemand diesen Umgang mit Trauer gelernt hat. Ja, genau, weil das, ne, wenn wir etwas unterdrücken, weil wir es nicht verstehen oder weil wir es bewerten, dass es schlecht ist oder irgendwas, dann unterdrücken wir die Trauer und dann wird die Trauer chronisch und wird zu Depressionen. Und ein Trauerprozess ist ja auch nicht unbedingt etwas, was unheimlich schnell geht. Ein Wutprozess geht oft schnell. Ja, so, das ist ein ganz anderes Gefühl. Aber ein Trauerprozess, wie lange der dauert, das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht als Coach, wenn ich Leute im Coaching habe. Ich weiß nicht, wie lange der Trauerprozess ist. Ich weiß nur, wenn ich ihn erlaube und dem Raum gebe und vor allen Dingen die Klienten das Verständnis dafür haben und es nicht unterdrücken, dann wird es irgendwann sich lösen. Es wird sich lösen. Es muss sich sogar lösen. Ja, es ist natürlich. Der Körper weiß, die Lebenskraft weiß schon, wie viel Trauer ein Mensch braucht, um ein Ereignis zu verarbeiten. Und das ist, was du sagst, das ist ein super Beispiel eben, wenn man Trauer nicht ganz verstanden hat oder es einem einfach nicht beigebracht wurde und es dann unterdrückt, weil man zum Beispiel denkt, ich muss jetzt hier den ganzen Laden stemmen, sonst bricht hier der ganze Laden zusammen, wie es dann chronifiziert wird und man dann irgendwann in der Depression eigentlich gar nichts mehr fühlt. Genau, Kenne ja. ich. Ja, ich auch, ich auch. Willkommen im Club. Ja. Ihr dürft alle sagen, hey, willkommen im Club. Ja, sehr viele haben das schon erlebt. Kopf abwärts, nicht mehr gespürt. Es ist so, ja, so wertvoll immer wieder, dass wir auch damit umgehen können. Also mir hat damals auch diese Erklärung auch von Trauer gefallen und sehr geholfen auch, dass Trauer etwas ist, das eine Brücke baut für die Dinge, die wir nicht ändern können. Ja, Trauer ist ein Brückenbauer, genau, weil Also es schafft Verbindung. wenn jemand gestorben ist, bauen wir einfach die Brücke, dass wir trotzdem unser Ja. Leben weiterleben in Freude und Ja, genau. Und Schmerz. du brauchst auch die Brücke zu der Person, die gestorben ist. Ja, zum Beispiel, ich habe ja gerade von meiner Oma erzählt und die ist ja gestorben, als ich 21 war. Und jetzt habe ich gerade meine Mutter besucht und da noch so ein altes Konfirmationsbuch gefunden, wo meine Oma mit ihrer wunderschönen altdeutschen Handschrift so reingeschrieben hat, in Liebe zu deiner Konfirmation. Und mir sind sofort die Tränen gekommen. Ich habe sie wieder so stark gespürt, ja. Spüre ich auch jetzt wieder. Und es ist einfach diese Trauer, die mich auch mit dem Verstorbenen verbindet. Und dass es nicht schlimm ist, auch wenn das jetzt schon über 20 Jahre her ist. Das ist einfach, ich spüre die Verbindung über die Trauer. Und das ist was Wunderschönes. Volles Plädoyer hier für die Trauer, ja. Ja, und vor allem so wertvoll, weil gerade gebrochene Herzen ist ja das Gefühl Trauer vorrangig und auch genau das Gefühl Trauer, das, was wirklich diese Heilung oft bringt.
wenn wir das geschehen lassen. Und vor allem dieses Bild, was du jetzt gerade uns mit über Trauer gibst, macht es viel leichter, sich auf diesen Prozess einzulassen. Und das macht mich voll glücklich, wenn ich Menschen zeigen kann, sich selbst zu verstehen, sich selbst zu fühlen, in sich eine ganz klare Orientierung zu schaffen, einfach Ordnung im Haus, ja? Wir haben ja eben schon festgestellt, wir sind beide Jungfrauen, ne? Wir mögen Ordnung im Haus. Ja, und das ist so diese göttliche Ordnung, die sich ja in uns auch zeigt, auch mit den verschiedenen Gefühlen. Und wenn wir das verstehen, dann haben wir mit diesen Gefühlen kein Problem mehr und müssen sie nicht wegdrücken und dadurch irgendwelche Symptomatiken erzeugen. Genau. Ja, schön. Das ist auch die schöne Klarheit, die ich bei deinen Videos gesehen habe. Also schaut euch gerne auch alles YouTube-Videos an. Sehr coole Sachen, sehr tiefe Sachen. Und eben diese schöne Klarheit bringst du eben schon rüber. Und das macht jetzt für mich auch viel mehr Sinn, wenn du das sprichst eben von dieser reinen Trauer, weil das sieht man bei dir, wenn du über diese Dinge sprichst. Da spürt man diesen Reinigungsprozess, den du über Jahrzehnte im Grunde gemacht hast, spürt man in diesen Videos und das ist sehr, sehr wertvoll. Ja, und das ist eben die Perle aus der Wunde. Cool. Ja, dann gehen wir gleich über. Ich habe gerade gesehen, dass ein Kommentar erschien, dann gehen wir gleich drauf ein. Mein Verletzlichkeit, Berührbarkeit. Was kommt da bei dir? Sag nochmal, ich war jetzt gerade abgelenkt. Entschuldigung. Meint Verletzlichkeit, Berührbarkeit. Ja, genau. Verletzlichkeit, dieses Wort ist ja so ein bisschen tricky, ne? Weil wir ja alle so wahnsinnig viel Angst vor Verletzlichkeit haben. Man könnte auch einfach sagen, du selbst sein. Purity. Offen sein, du selbst sein. Dein Herz auf der Zunge tragen. Es gibt ja diese Forschung, dass beim Fötus, wenn er im Bauch ist, dass aus dem Herz die Zunge erwächst. Also ich finde das fasziniert mich. Ja, und das nochmal sich so vor Augen zu führen, das ist eigentlich Menschsein. Ja, die Zunge wächst, er wächst aus dem Herzen. Also wirklich das Herz auf der Zunge zu tragen. Und dass das wirklich der sicherste Ort von allen ist, wenn ich das Herz auf der Zunge trage und nicht versuche, irgendjemand zu sein, der ich gar nicht bin, weil ich denke, ich muss mich schützen, weil dieses ich will mich schützen, das ist ja genau das, was das Herz verhärtet. Also im Grunde der beste Schutz, wenn man jetzt von Schutz spricht, ist ein ganz offenes Herz zu haben. Das ist der beste Schutz. Da bin ich einfach, weil ich bin ja einfach ich selbst. Was will man denn gegen die Wahrheit tun? Die Wahrheit ist einfach die Wahrheit. Ja. Sie ist, wie sie ist. Ja. Ja, ich finde es auch so schön. Also für mich ist es auch Verletzlichkeit wirklich, also wie ich mich mit der Adam und Eva Story auseinandergesetzt habe vor kurzem, kam das wirklich, sie sind aus dem Paradies gefallen und im Paradies waren sie noch nackt. Dann wurden sie sich bewusst, oh, ich bin nackt, und dann kam auf einmal die Scham und dann beginnen es sich zu verdecken, die Masken aufzusetzen, nicht mehr das Herz auf der Zunge zu tragen. Und für mich ist auch wirklich Verletzlichkeit zu leben wieder der Weg zurück ins Paradies. Genau, und dafür bin ich auch hier, fürs Paradies und für nichts weniger. Und geht viel, viel tiefer als Berührbarkeit, weil Berührbarkeit ist meist, ist jetzt eher noch sanft. Und was nämlich drüber steht, ist wirklich greifbar. Dass die Menschen dürfen wieder greifbar werden. Auch dieses Berührbarkeit fällt mir auch immer wieder auf bei Frauen. Das ist immer noch ein Schutz. Berührbarkeit ist immer noch ein Schutz. Und wenn du da tiefer gehst, dann wird es spannend. Ja, sag mal tiefer. Gern, sag mal gern tiefer, wie Ja, du das meinst. also es ist Berührbarkeit. Ich fühle mich gerade berührt, mein Herz. Und bin ich letztes Mal mit einer Frau wirklich noch tiefer gegangen. Und dann kam wirklich so dieses richtig offene, also das kam am Anfang, ist eher noch so fleischig, wundig noch.
dass die Ja. Setzung aber dann wirklich frei wird. Und weil Ja. das Berührbarkeit ist schon sehr nah, aber es ist immer noch, du wirst immer noch berührt. Du kannst noch nicht angegriffen werden. Ja, pure. Ich nenne es pur, ja, Ja. genau, ja. Und da einfach Berührbarkeit ist super schön, wenn du schon hinkommst, aber da geht es noch, darf auch diese Schicht darf noch gehen. Und dann ist so, ja, es ist ursprünglich frei, roh, auch wie du sagst, das Pure. Und das hat dann, das ist, das, also was ich da gemerkt habe auch, die Frauen sind dann noch mehr da. Also das ist wirklich so, jetzt ist sie voll da, also das ist wie wenn wieder eine Maske abgefallen ist. Diese Berührbarkeitsmaske abgefallen ist und dann Genau, und das ist ist es dann wirklich echte schön. Intimität. Ja. Ja. Das merkt man ja auch, wenn man zum Beispiel den Frauen so erröten oder so. Ja, ich bin jetzt auch so, man sieht es nicht so, weil das Licht hier so rein ist, aber das ist so, da spürt man so, dieses Erröten kann man ja nicht verändern. Das passiert ja einfach, ne? Wenn jemand weint und wenn jemand errötet, dann spüre ich die Seele ganz tief. Da sehe ich wirklich, wer ist hier gerade wirklich vor mir. Weil das so intim ist. Und wenn man das versteht, dass wenn man verletzlich ist, in Verbindung mit sich ist und teilt, was da gerade wirklich da ist, dass das so starke Intimität auch im Außen erzeugt. Also eigentlich genau das, was man ja möchte oder was ich möchte, ich spreche jetzt nur für mich, Intimität, Nähe mit anderen. Ja, also das muss man halt erleben. Das darf nicht ein Konzept bleiben. Das muss man wirklich erleben. Wie ist es denn, wenn ich das Herz auf der Zunge trage? Wie ist es, wenn ich wirklich pure ich selbst bin, mit allem, was jetzt gerade so da ist? Und dann mache ich die Erfahrung, hey, es passiert mir nichts. Im Gegenteil, die Menschen fühlen sich mir noch näher als vorher. Und über diese Erfahrung wird es zu einem, ja, wie soll ich sagen, zu einer Selbstverständlichkeit oder es geht dann wirklich in ein Wissen über, was hier ist. Wenn ich es hier weiß, ist es noch nicht ein Wissen, was hier ist. Mir geht es um dieses Wissen, was wirklich hier ist. Und wenn ich etwas weiß und es nicht anwende, dann bleibt es leeres Wissen im Kopf und das kann sogar bei Zeiten schaden, ja. Aber wenn ich es weiß und danach handle, dann ist es ein Wissen, was hier ist. Und das ist schön. Das ist dann, ja, das ist verkörpertes Wissen, Weisheit letztendlich. Ja, du hast es eben auch so schön angesprochen, diese Intimität, eben diese Verbindung aufbauen. Und gleichzeitig ist das ja auch immer ein Prozess. Also wir können jetzt nicht hergehen, ach, jetzt reiße ich mein Herz auf und dann ist die Nein. Intimität da. Was siehst du, wenn du jetzt sagst, gerade auch für Frauen, so diese Stufen der Intimität oder diese Schritte in diese Intimität, dass einfach das auf eine Art und Weise geschieht, dass eben auch wenn du jetzt gerade, du hast etwas erlebt, du hast dieses Gefühl dieses gebrochenen Herzens, dass du wieder diese Intimität, dieses Vertrauen aufbauen kannst. Was sind da für dich so wirklich so die ersten paar Schritte dahin wieder auf Also diesem es ist erstmal natürlich die Intimität mit mir, das Mitgefühl mit mir, die Weichheit mit mir und dass ich eben meine Gefühle kenne, dass ich verstehe, was sie mir sagen wollen, ja, wie mein Innenleben funktioniert, dass ich mich selber auch als Frau in meinen Gefühlen total wertschätze und mich in den Gefühlen auch führen kann, was halt wirklich verheerend ist, weil wir ja als Frauen den Yang-Pol im Herz haben. Was wirklich verheerend ist, ist einem anderen Menschen Vorwürfe zu machen. Dadurch verhärtet das Herz. Und wir erreichen über Vorwürfe niemals das, was wir uns eigentlich vom anderen wünschen, weil gerade Männer, jetzt kannst du ja selbst von deiner Erfahrung berichten, wenn eine Frau dir einen Vorwurf macht, wirst du dich wahrscheinlich sofort zurückziehen oder zumachen. ja, mach ich zu oder geh weg. Ja, und das ist gesund. Das ist gesund. Und darin sind viele Frauen einfach so gefangen. Also bei der Herzheilung geht es eben auch darum, wirklich, wirklich Selbstverantwortung zu übernehmen für das, was ich fühle. Und
Ja, ich habe einfach immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn ich zum Beispiel Vorwürfe gemacht habe, weil ich verletzt war oder so, dass der Mann, genauso wie du gesagt hast, der hat einfach zugemacht oder ist weggegangen. Und dann habe ich das als Frau immer so abgespeichert so und habe mich dann nur mit noch richtig geil gefühlt. Ne? Dachte so, was ist das denn für ein Waschlappen? Ja, kann er nur nicht mehr aushalten, wenn ich einmal mache, so ungefähr, ja. Da fällt er ja schon um. Ich habe das quasi als Schwäche gedeutet des Mannes, dass er meine emotionale Ladung, die in dem Moment da war, nicht halten konnte. Bis ich einfach verstanden habe, nee, 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 das ist gesundes männliches Verhalten. Und ich habe ja selber gemerkt, in dem Moment, wo ich andere Menschen für meinen Zustand verantwortlich mache, kriege ich voll das verhärtete Gesicht. Das hat sich angefühlt wie Eisen in meinem Gesicht. Und weil ich diese Erfahrung einfach so eindringlich gemacht habe in einer 7-jährigen Beziehung, was einfach nicht funktioniert, habe ich irgendwann einfach diese Entscheidung getroffen und sie auch nie wieder gebrochen. Ich werde einem anderen Menschen keinen Vorwurf mehr machen für meine Gefühle. Und daran habe ich mich bis heute gehalten und es funktioniert wunderbar. Und es ist auch, kriege auch immer mal wieder so diese Rückmeldung, dass es einfach angenehm ist, dass ich niemandem einen Vorwurf mache oder niemanden für meine Gefühle verantwortlich mache. Und das ist sehr ungewohnt für Männer. Sehr ungewohnt. Sie fühlen sich so verantwortlich für die Frau. Haben Schuldgefühle und so. Schnell Schuldgefühle. Ja, und vor allem, wenn du sagst, das weibliche Herz ist strahlend, das männliche Herz ist da offen. Das Also Männliche hat hier den Yin-Pol. super sensibel. Und wir müssen, das Genau. durfte ich in den letzten 2 Jahren speziell lernen, wirklich auch mein Herz bewahren zu lernen und das nicht über mich ergehen zu lassen. Und das machen die meisten Männer, dass sie das übergehen müssen. Wir müssen hier hart, wir müssen das alles aushalten und dann zerstören wir uns aber selbst und irgendwann halten wir es selber nicht mehr aus. Ja, ganz genau. Ja, sind eben die Yin-Pole bei uns beiden sind verletzt, weil wir das eben die empfangenden Pole sind, ja. Und die Yang-Pole überkompensieren dann. Ne, die Männer im Becken, wenn sie da einfach übergriffig werden und da ist die Frau halt verletzt im Becken, ja, und lässt es da über sich ergehen. Ja, das ist ja gang und gäbe. Und andersrum eben in der Emotionalität, die Frauen haben mal den Yang-Pol im Herz. Also immer da, wo die Auswölbungen sind, sozusagen, sind ja die Yang-Pole. Und dann geht das los mit diesem überemotional werden und mit dieser Verantwortungsdiffusion, ja. Ich fühle mich, weil du. Ich fühle mich, weil du das und das gemacht hast oder nicht gemacht hast. Ja, und das ist so zerstörerisch. Und wenn man sich als Frau, ja, wenn man das mal fühlt, wie man sich dann selber eigentlich fühlt in so einem Zustand, ist man komplett verhärtet. Und das ist auch ein Zustand von gebrochenem Herzen. Weil man will sich ja schützen vor der Verletzung damit eigentlich. Man macht sozusagen so ein krasses männliches Verhalten, um das Herz zu schützen. Aber ich habe immer wieder festgestellt, dieses mich zu vermeiden, dass mein Herz bricht oder zu vermeiden, dass ich verletzt werde, ist schon ein Zustand von gebrochenem Herzen. Also als Einladung für alle, die zuschauen, lasst euer Herz brechen. Lasst es immer wieder brechen, weil es ist nicht das Herz, was bricht, sondern nur die Illusionen, die Verkrustungen, die da rumgebaut sind, weil etwas, Liebe kann nicht brechen, Liebe sitzt ja im Herzen, das etwas Weiches kann nicht brechen, nur etwas Hartes kann brechen. Ich nehme da immer so gerne dieses Beispiel von der Eiche, das ist ja mehr so das männliche Prinzip, und der Weide. Ja, die Eiche ist so, ja, so voll die männliche Young Power. Und aber wenn ein Sturm kommt, dann brechen Eichen, weil die einfach so starr sind, ja? Die brechen beim Wind. Aber eine Weide mit ihren langen Tentakeln, die gibt nach. Die ist nicht zu brechen, weil sie weich ist. Weil das Weiche das Harte überwindet. Ja. Und da dürfen das, ich lerne das gerade auch in Tao Te Ching, ist das immer wieder das Weiche Ja, siegt stimmt, Lao Tzu über sagt das das auch. Harte oder das Schwache siegt über das Starke. Das ist genau das Prinzip. Und das ist auch Ja, genau. die Kraft der Frau, wenn sie das wieder lebt, wenn sie Das sich ist eine Megakraft. wieder versteht, wenn sie diese Schwäche, diese Weichheit, diese Verletzlichkeit wieder als ihre Stärke anerkennt, Voll, genau. dann passiert so viel. Das heute auch wieder so schön gehört, das ist irgendwie auch so
die Flüsse ordnen sich unter. All die Bäche fließen in den Fluss und dann wird der Fluss groß, weil er sich unterordnet. Und der Ozean ordnete sich am meisten unter. Ah ja, ah, wie Ist dann toll. ganz. Und das hast du auch diesen Verlauf vom Mädchen, das wilde Bachfluss. Und dann sammeln sich die Flüsse, werden immer breiter, breiter, breiter und Ozean. Das ist das Weibliche, was auch immer ruhiger fließen beginnt, aber auch diese vom Mädchen, dieses Wilde, was noch wenig Stabilität hat, wirklich die innere Stabilität der reifen Frau dann entstehen kann, je Ah, mehr sie zu dem wunderschön. breiten Fluss wird. Und bei das männliche Prinzip ist eben das Flussufer. Die Begrenzung, ja, die gesunde Begrenzung. Was immer breiter wird und breiter wird und breiter wird und der Frau immer mehr Raum gibt, bis es dann auch Teil Ja, vom genau. großen Ganzen wird. Ja, diese Kraft der Sanftheit oder der Milde, ist ja so diese weibliche Qualität, dieses Milde, sieht man auch total gut in diesem, kennst du den Film Herr der Ringe? Ja. Da gibt es diese Szene, wo Eowyn ist ja die Prinzessin, ne, von Rohan. Und die kämpft ja gegen diesen Hexenkönig. Und von diesem Hexenkönig steht ja für Sauron, also sozusagen das total verhärtete Prinzip, ja, so fast so eine toxische Männlichkeit, ja. Die totale Kontrolle, das allsichtige Auge, ja, das, also ja, diese Zerstörung. Und von dem Hexenkönig sagt man ja, kein Mann kann ihn besiegen. Und sie verkleidet sich ja, ne, weil ihr Onkel will nicht, dass sie in den Krieg zieht, aber sie will trotzdem. Und die ist dann so in so eine Rüstung gepackt mit Helm und so. Und dann trifft sie eben auf diesen Hexenkönig und kämpft mit ihm. Und er sagt so, du bist so dumm. Du weißt doch, kein Mann kann mich besiegen. Und dann nimmt sie ihren Helm und man sieht so ihre blonden lange Haare. Und sie sagt, ich bin kein Mann. Und dann zerstört sie ihn. Und wenn man dieses Bild mal nimmt nach innen und versteht, ja, das ist es, diese Milde. Die weibliche Sanftheit, die Liebe, das ist das, was das sozusagen dieses, sag ich mal, verdrehte Männliche, toxische Männliche, diese Verhärtung, was das auflöst. Also wenn man dieses Bild nach innen nimmt. Ja. Man sieht, dieses Bild habe ich auch oft erkannt, jetzt geschichtlich, wenn du siehst, die Befreiung von Indien und Gandhi, ist auch genau dieses Prinzip. Oder auch in den USA, Ja. die Schwarzen, und aus der Sklaverei und aus der Unterdrückung rausgekommen sind mit Martin Luther King, die haben es ja auch trainiert und die haben sich ja im Grunde da schlagen lassen und ihr Herz offen gelassen. Die wurden ja trainiert vorher, dass ihr Herz offen bleibt, auch wenn sie sich schlagen lassen. Und irgendwann konnten die schlagen, einfach nicht mehr schlagen, weil einfach Genau. diese Unschuld in gewisser Weise, Ja. die Unschuld des reinen Herzens mächtiger ist als jede Härte, jede Gewalt. Die Unschuld des reinen Herzens ist viel, viel stärker als jegliche Gewalt. Ja, genau. Das ist es. Das ist es. Ah, ich freue mich gerade so über dich. Schön. Darum mache ich solche Interviews gerne ohne vorbereitete Fragen, weil Ja. sonst würden wir nie hier hinkommen. Nein. Genau. Und gleichzeitig sehen wir schon, es darf die Freude auch schon dazu kommen. Das Ja. finde ich nämlich auch so schön, auch gerade wenn du wirklich mit Frauen arbeitest auch, und auch mit Männern und dieser Schmerz im Herz da ist und wir die Freude dazu bringen auch, dass die Freude so eine Heilkraft hat. Ja, genau. Das ist auch sowas, das muss auch immer Hand in Hand gehen, dass einfach gebrochenes Herz, ja, und gleichzeitig wähle auch die Freude und lass diese Trauer und die Freude gemeinsam dein Herz heilen. Die Trauer hatten wir ja schon. Es ist die Freude noch, die was da mitwirkt. Und wenn Freude und Trauer beides sich wieder im Grunde wie diese Aloha-Wolke-Energie von Hawaii sich in all diese Risse des gebrochenen Herzens bildlich hineingehen und dann wieder das Herz schöner machen, das ist die Kunst. Ja, es ist eine Kunst. Es ist eine hohe Kunst. Es ist Mastery. Ja.
Ja, es klingt auch ein wenig nach deinem Titel, die Alchemie des gebrochenen Herzens. Wie bist du auf das gekommen? Ja, kommt einfach so. Ich denke da nicht drüber nach. Das ist einfach, genau wie ich mein Buch geschrieben habe. Ich bin morgens aufgestanden. Es hieß Unter meinem Herzen. Das ist der Ratgeber über natürliche Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit, was ich so mit meinem Sohn erlebt habe. Und ich bin aufgestanden und der Titel war da. Und genauso ist auch mit allen meinen Programmen so. Das wird mir einfach, ich empfange das. Schön. Ja, weil es ist einfach eine Alchemie. Weil wenn ich herzgebrochen bin, dann ruft mich das Leben quasi auf, mein Herz zu öffnen, noch mehr zu öffnen, noch mehr auszudehnen, noch mehr zu weiten, so weit zu machen, dass wirklich die ganze Welt darin Platz findet. Das ist der Aufruf. Der Aufruf ist nicht, jetzt im Schmerz zu versinken und das Leben anzuklagen, sondern wirklich wie jede Herausforderung letztendlich. Jede Herausforderung kommt ja nicht, weil das Leben irgendwie böse ist, sondern weil das Leben uns einlädt, uns weiter auszudehnen, zu wachsen, größer zu werden, die Gefäße zu weiten, sage ich immer gerne. Deine energetischen Gefäße. Genau. Und das ist auch ein Prozess. Das ist ein Weg, ja. So wie die Geburt auch nicht wups, sondern diese Dehnung, Nein. die muss überall geschehen und das dürfen wir uns erlauben, diese Zeit dürfen wir uns immer wieder geben. Das Genau, und auch darauf zu vertrauen, dass einfach unser inneres System genau weiß, was es tut, ja. Und wenn man da von außen noch ein bisschen Hilfestellung bekommt, kann es schon auch, es kann versöhnlicher, es kann schneller gehen. Ja, ich denke jetzt zum Beispiel auch gerade so an so Fälle, wo zum Beispiel eine Trennung passiert ist und ein Mensch, den man total geliebt hat, und jetzt auf einmal fängt man an, diesen Menschen zu hassen, abzuwerten. Warum? Weil man sich nicht mehr erlaubt, dass die Liebe dorthin fließt. Das ist der größte Schmerz und das ist das gebrochene Herz, dass die Liebe nicht mehr fließen darf, obwohl sie doch fließen will. Und ich muss nicht verstehen, ja, ich habe mir auch nach der Trennung von dem Vater meines Sohnes gedacht, so, wieso habe ich eben überhaupt Liebe für den noch, wo der sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Und ja, aber ich kann es doch nicht verändern. Ich bin fest der Überzeugung, dass uns die Liebe für einen Menschen wirklich ins Herz geschenkt wird. Ja, und wenn ich dann anfange zu sagen, ja, der hat das und das und das gemacht, das ist ja unmöglich, deswegen kann ich den jetzt nicht mehr lieben, dann, das ist auch der Moment, wo das Herz wieder verhärtet und dann entsteht durch den Stau an, ja, Liebe, die eigentlich fließen will, entsteht dann so ein ganz kaltes Gefühl, was man als Hass bezeichnen könnte. Und da auch die Schleusen wieder aufzumachen nach so einem Trennungsprozess, das ist auch super heilsam, zu sagen, okay, auf der partnerschaftlichen Ebene, das hat nicht funktioniert mit uns, ja. Da gab es bestimmte, ja, Bedingungen. Da konnten wir nicht miteinander zustimmen für eine Beziehung. Ja, aber die Liebe ist nach wie vor da. Und das ist oft auch, erlebe ich in Coachings immer wieder, das ist so heilsam, die Liebe dorthin wieder fließen zu lassen, auch wenn es auf der partnerschaftlichen Ebene nicht funktioniert hat. Weil alles andere tut mega weh. Es tut nicht so weh, als Liebe, die fließen möchte, nicht fließen zu lassen. Das ist der Ultraschmerz, der Ultraschmerz. Ja, du hast auch so schön dieses Bild, was ich von Vergebung habe. Ich sehe das immer so, Vergebung ist diese Steine, die zwischen der Liebe, zwischen dir und diesen Menschen dazwischen sind. Und Vergebung ist immer wieder einfach diese Steine wieder weggeben, dass die Liebe einfach wieder fließen kann. Und vergeben heißt nicht, dass du vergisst. Vergeben heißt nicht, dass du, wie du auch gesagt hast, Liebe ist bedingungslos, aber Beziehungen, Begegnungen, Verbindungen haben Bedingungen. Ja, Da dürfen brauchen wir Sie. ruhig auch diese Bedingungen gewahr sein. Und Ja, das, aber voll. gleichzeitig darf diese Liebe trotzdem fließen, egal was passiert ist mit diesen Menschen, dass wir einfach diese Steine wieder weggeben. Das ist für mich einfach Vergebung und du hast es ja einfach Schleusen genannt. Aber das sind Dings, das ist neu, dass der Hass dadurch entsteht, weil die Schleuse das wieder zurückstaut, deine eigene Liebe, die dann zu Hass wird. Dieses Bild ist neu für mich, das ist cool, das macht das noch schöner. Ja. Ja, das passiert halt häufig nach Trennungen, dass man sich dann so verhärtet und sich das nicht mehr erlaubt, diesen Menschen zu lieben. Und das ist aber doch so wichtig. Also ich verstehe auch immer nicht so ganz, wenn, also für mich jetzt, aber ich bin auch so eine total treue Seele.
Also wenn ich jemanden liebe, dann ist das wirklich für immer. Und ich kann nicht sagen, ich habe diesen Menschen geliebt. Dann ist es für mich keine Liebe. Entweder ich habe Liebe für eine Seele oder keine. Oder eine bestimmte Form von Liebe, sag ich mal. Ja, und ich habe das immer wieder erlebt, wie viel Erleichterung in getrennte Partnerschaften kommt, wenn diese Liebe wieder fließen kann. In dem Bewusstsein, in dem Gewahrsein, dass es auf der Beziehungsebene einfach nicht funktioniert hat. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber die Liebe darf bleiben. Genau. Ja. Die Liebe darf immer weiter fließen und all das heilen, was Ja. zwischen dir und diesen Menschen geschehen ist. Ja, genau. Und das ist immer das Schöne, das macht die Liebe einfach automatisch in gewisser Weise, wenn wir sie lassen. Ja, es ist einfach ihre Natur. Ja, genau. Ja. Schau mal kurz, welche Fragen gekommen sind auch. Nur schöne Kommentare. Passt. Bei dir weiß ich jetzt nicht auf deinem Profil, ob da noch extra kommentiert worden ist. Keine Ahnung, was ist. Ich bin jetzt gerade so mit dir in Verbindung. Also wenn noch ähnliche Fragen da sind von euch, stellt sie gerne in den Chat. Gehen wir gerne noch drauf ein. Ich wollte gerne noch mal auf diesen Punkt eingehen mit den Bedingungen in Beziehungen. Ja, gehen wir da rein. Das ist schön. Hatten wir ja gerade so ein bisschen am Wickel, weil das auch oft ein Grund für Herzgebrochenheit ist. Das ist so ein bisschen so dieser, ich sag mal, fortgeschrittenen Fehler, dass man ja eigentlich weiß, alles ist Liebe, oder? Und ich muss den anderen so annehmen, wie er eben ist. Und mit diesem Ideal, mit dem ich auch natürlich da bin. Und mit diesem Ideal habe ich zum Beispiel mein Herz komplett durch den Fleischwolf gedreht in dieser ja ganz langen Beziehung. Weil einfach Dinge passiert sind, die so gegen meine Werte gegangen sind. Ja? Werte. Werte ist für mich wirklich was Heiliges, ja. Und ich immer gedacht habe, ich muss das jetzt in mir auflösen, weil sozusagen, wenn ich das in mir drehe, dann macht mir das irgendwie nicht mehr so viel aus, wenn der zu einer anderen Frau geht zum Beispiel. Dann macht mir das nicht mehr so viel aus. Dann kann ich mich einfach für ihn freuen, dass er eine schöne Zeit hatte, oder? So. Und ne, was man dann eben macht, mit dem Ideal der bedingungslosen Liebe für den anderen, überspringt man eben die bedingungslose Liebe für sich. Und das ist ja mal das Erste, was ich haben darf. Und in dieser Man überspringt bedingungslosen. auch das Menschsein. Ja, voll. Aber es passiert ganz viel. Also gerade Menschen, die so mit mir Resonanz haben, sind oft sehr idealistische Menschen, sehr liebevolle Menschen und möchten den anderen eben genauso annehmen, wie er ist, und überspringen dabei diesen wichtigen Schritt der Selbstliebe und dass es einfach für eine Beziehung klare, ja, wie so Grundpfeiler braucht, um auch den Beziehungsrahmen, dass der Beziehungsrahmen einfach sicher ist, wo ich dann auch wirklich mich entspannen kann, loslassen kann. Ja, und wenn ich das übergehe und versuche an mir zu arbeiten, dass mir etwas Bestimmtes zum Beispiel nichts mehr ausmacht, zum Beispiel wenn der Mann zu anderen Frauen geht und es aber voll gegen meine Werte geht, ja, dann verletze ich mein Herz, nicht der Mann. Auch wenn ich das nicht gutheiße, das Verhalten, aber wer damit sein Herz verletzt, bin ich selbst. Weil ich nicht dafür einstehe, zu sagen, hier, pass auf, also ja, klar, du darfst so leben, wie du das möchtest. Und ich darf auch so leben, wie ich es möchte. Und dann passt es vielleicht, auch wenn die Liebe ganz, ganz stark ist, auf der Beziehungsebene nicht zueinander, weil wir ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben, die sich aus welchen Gründen auch immer, müssen wir nicht wissen, nicht vereinbaren lassen. Du beschreibst es in Werte. Bei mir ist es sehr gekommen in den letzten 2 Jahren, wie sich auch dieser männliche Instinkt bei mir eröffnet hat, dass wir, wenn wir mit unseren Instinkten verbunden sind, wieder genau das kommt. Ja. Genau das, weil dann spüre ich eben auch genau, wie ich früher einfach, wenn, wie wir vorher schon gehabt haben, dass die Frau dann einfach drauf losschießt und ich habe das Ja. alles über mich ergehen lassen. Und ich bin ja der starke Mann, ich muss das aushalten, bla bla bla. Die ganzen
nennen wir es mal Geschichten. Mhm. Und jetzt aber, wo ich meinem Instinkt ahnen, ist, sagt er sofort nein. Ja, genau. Das sind diese Bedingungen. Du kannst nein sagen und diesen Menschen trotzdem lieben. Ja, und das ist auch wichtig, dass, das frage ich manchmal Frauen auch, wenn sie zu mir ins Coaching kommen, ist es denn okay, wenn dein Mann dich stoppt, wenn du gerade irgendwas tust, was gegen die Beziehung geht oder gegen dich selbst? Akzeptierst, respektierst du seine Potenz? Und da haben viele Frauen Schwierigkeiten mit noch. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist Ja. okay. Wir leben ja im Zeitalter, wo alles so ein bisschen im Kopf steht und wir finden so langsam die Puzzleteile wieder zurück. Das ist auch mega schön. Quasi das Paradies sich wieder zurückzuerobern. Ja. Gerade da, was wenn ein Mann einer Frau Grenzen setzt, kommt mir immer wieder dieses Flussbild so schön. Gesunde Grenzen. Du beginnst vorher mal mit vielen, vielen Grenzen und dann wird es immer weniger und weniger und weniger und weniger und irgendwann hast du einfach einen ganz klaren Rahmen, weil im Grunde die Männer setzen auch nicht die Grenzen, sondern einen Rahmen. Und der Rahmen ist auch meistens durchlässig und ein wenig variabel und auch gerade bei Kindererziehung geht der Rahmen ja auch immer weiter. Und das wird aber oft eben, also was da jetzt, wenn die Männer wieder so sehr ungesund machen, ist das einfach so ganz, ganz hart. Und wirklich einen schönen Rahmen setzen ist anders. Dann kann die Frau das viel besser aufnehmen und es ist auch diese schöne Reibung, die ist auch wieder da ist. Ich spüre dich, ich spüre deinen Halt. Ja, und vielleicht auch als Mann so dieses, du setzt ja den Rahmen auch für das Wohl der Frau und der Beziehung, oder? Also wenn man das als Frau spürt, also ich merke, wenn du so sprichst, dann entspannt sich in mir sofort alles, ne? So. Du machst es ja nicht, um irgendwie einen Ego-Trip durchzusetzen, sondern um einfach, weil es zum Wohle eurer Beziehung ist. Genau. Genau. Da entsteht diese wahre Freiheit im Halt. Bei mir ist, also wir haben das im Mentoring vor kurzem gehabt, was einfach für mich auch so wow war. Die meisten Männer haben vergessen, wie man Rahmen setzt, wie man wirklich gut Rahmen setzt. Überall in der ganzen Gesellschaft. Ja. Und dadurch entstand diese also die Orientierungslosigkeit, also vor allem bei den Frauen. Voll, ja. Und aus dieser Orientierungslosigkeit heraus, dass wir wieder zurück, hey, Mann, ich wünsche mir wieder einen Rahmen von dir, kam diese andere Bewegung, vollkommen Unabhängigkeit, in die Feminismus. Freiheit, diese Glorifizierung der Freiheit. Und jetzt sind wir Genau. da, viele Frauen in dieser Glorifizierung der Freiheit und erkennen, okay, jetzt bin ich frei und fühle mich scheiße. Ja, für mich voll vertrocknet. Genau. Ja, und das ist mega, mega schön. Hat das noch so eine Frage gekommen? Wie ist das mit der Liebe zu den Eltern? Ich habe auch noch so viele Wut meiner kranken Mutter gegenüber. Ah ja. Elternliebe, Elternbeziehung. Gebrochene Herzen rund um die Eltern. Ich glaube, haben wir auch alle erlebt. In der einen oder anderen Form. Was kommt da bei dir? Ja, die Frage ist, worauf bist du wütend? Das müsste ich jetzt mir genauer anschauen. Was macht dich wütend? Immer schwer, das so pauschal über die Ferne zu sagen, da. Ich kann nur eins sagen, der Frieden liegt bei den Eltern. Und es gibt immer so diese zwei Schritte quasi. Erstmal die Emanzipation. Gerade wenn du Wut hast, zeigt es, du brauchst erstmal Abstand. Du brauchst von irgendwas Abstand. Das ist ja die Wut, ja. Die will sich Distanz schaffen von etwas. Du brauchst irgendwie Raum für dich, ja. Und im zweiten Schritt ist es eigentlich immer so wieder diese Versöhnung mit den Eltern. Weil ohne die Versöhnung mit den Eltern ist es ganz schwer, in Frieden zu kommen, da ja, dieser Tempel für deine Seele von ihnen kommt. Deswegen. Es ist ja auch ganz oft so in verschiedenen Religionen, ja, dass man sagt, ehre deine Eltern, weil eben das ist sehr, sehr wichtig. Aber dieser erste Schritt darf gemacht werden, einmal diese Emanzipation zu machen. Ja, und dann müsste man jetzt sich jetzt genauer anschauen, worauf bist du eigentlich genau wütend? Und dann zu schauen, was hast du dir zum Beispiel erlaubt, Abstand zu nehmen von den Eltern? Wenn du gerade Wut hast, heißt es, du brauchst von irgendwas Abstand. Hast du
Bist du in der Lage, deinen Raum zu wahren in Anwesenheit deiner Eltern? Oder fühlst du immer noch Übergriffe? Kannst du Nein sagen ohne Schuldgefühle? Schuldgefühl heißt, ich habe zu viel Verantwortung für die Eltern. Das ist unterdrückte Wut. Ja, das müsste man sich so genauer anschauen. Schön. Finde ich auch so schön, dass du das nicht direkt gleich pauschal Na, antwortest. das kann man Weil nicht. es immer im Weg ist, Ah. das merke ich ja auch immer. Was ist hinter der Wut? Was ist dann hinter dem? Was ist hinter dem? Was ist hinter dem? Und so gehen. Also ich habe das immer so, das schöne Bild, das ist so, es wird eng, 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 Nadelöhr. Ja, Und dann genau. wird es wieder Das ist weit. die Kreuzigung. Und dann wieder Ja. Nadelöhr und dann wieder weit. Und Auferstehung. irgendwann kommst du an den Punkt, wo wirklich da bist, da diesen in dieser Kernemotion und diesen Kernschmerz, und das ist einfach, das nehme ich auch immer so schön wahr, wenn das wirklich gefühlt wird, und das braucht teilweise eine Minute, und dann spüre ich, wie wenn all diese Haken sich lösen da, und dann all diese Geschichten, all dieses Drama, alles was Ja. rundherum, einfach, es darf einfach gehen. Und genau dafür brauchen die meisten Menschen Begleitung. Es gibt auch Menschen, die das mit sich selbst machen. Aber die meisten Menschen brauchen dafür wirklich Begleitung, weil genau an den Ort vom Nadelöhr, da geht fast niemand freiwillig hin. Ja, und oft sieht man es auch gar nicht. Oder so, ja, genau. Ist. Aber ja, das ist auch immer schön zu beobachten, was da für lustige Schutzprogramme und Vermeidungsstrategien hochkommen bei den Menschen, die so logisch sind und so in unserer Gesellschaft anerkannt sind. Und It's deshalb very tricky. raus vom Kopf, rein ins Gefühl, raus vom Kopf, raus ins Gefühl. Und irgendwann dann, okay, und dann wieder diese Weichheit entsteht, diese Freiheit entsteht bei den Frauen, und das ist ja immer wieder schön. Cool. Eine Frage ist noch da, wenn den Rahmen bildet sich doch auch nach der Menge des Wassers, oder also wenn Hochwasser zum Beispiel ist. Ja, sicher bildet sich der Rahmen immer nach der Menge. Das ist ja eben auch das, wie bei Kindern. Kinder brauchen am Anfang einen ganz, ganz, ganz engen Rahmen. Und in der Regel gehen die immer wieder über diesen Rahmen hinweg. Darum darf es auch keine klare Mauer sein, sondern sie können da drüber gehen. Und dann musst du eben schauen, ist das Kind jetzt schon so weit oder kann ich den Rahmen größer stecken? Und so ist das im Grunde bei uns allen. Ob wir jetzt Kinder sind, wir haben ja auch verschiedene Reifenstufen. Wir werden, im Grunde sind wir Baby, dann Kind, dann Junge, dann Jugendliche, dann junge Erwachsene, dann beginnt so die erste Reifestufe und dann die zweite Reifestufe, bis wir dann zu diesem weisen Mann oder zur weisen Frau werden. Und da ist natürlich dann der größte Rahmen. Und gleichzeitig braucht es dann nicht mehr so viel Rahmen, weil einfach du selber so in Der dieser Rahmen ist Beziehung ins Kind drin bist. reingegangen. Das Kind kann sich dann selber den Rahmen geben. Du musst es von außen nicht mehr zuführen als Vater. Oder auch im Innen. Ich habe noch ein anderes Beispiel für dieses Ungleichgewicht von Weiblichkeit und ich sag mal bewusster Weiblichkeit und bewusster Männlichkeit. Ja, gerade so, viele sagen ja so, wir leben im Patriarchat. Ich sehe das nicht so. Wir leben eigentlich in der Abwesenheit von wirklich gesunder, bewusster Männlichkeit. Und das zeigt sich eben auch im Innen. Es ist ja immer das Gleiche im Innen, so im Außen. Ja? Wenn man jetzt zum Beispiel das Säure-Basen-Gleichgewicht nimmt im Körper, da ist die Säure ist das weibliche Prinzip und die Base ist das männliche Prinzip. Ja? Die Base ist das zusammenziehende, warme, trockene Prinzip. Und wenn das aus dem Gleichgewicht gerät, dann kriegen wir eben Krankheiten. Und wir haben im Moment fast nur Übersäuerungskrankheiten. Warum? Weil wir zum Beispiel zu wenig Bitterstoffe nehmen, zu viele übersäuernde Sachen. Bitter tonisiert, bitter gibt Rahmen, bitter gibt Struktur, gesunde Struktur. Wenn wir die nicht haben, dann wird das Yin, also die Säure, sich ausbreiten, nicht weil das Yin böse ist, sondern einfach weil es keinen Rahmen hat, keine Orientierung, wie du sagst. Und es ist einfach, es breitet sich aus und wächst und wächst und wächst. Und diese ganzen ausdehnenden Zivilisationskrankheiten, die wir haben, entzündliche Krankheiten, auch Krebs, das sind alles Yin-Erkrankungen. Also unser Körper innerlich auch schreit nach Yang, nach diesem Prinzip. Und das ist im Innen wie im Außen, ja? Ja. Und da könnt ihr Frauen uns unterstützen, uns Männer unterstützen mit eurer Empfänglichkeit, Ja, Verletzlichkeit. ja. Das erzeugt diesen Sog, damit wir Männer
wieder Rahmen setzen. Und das Rahmen setzen ist im Grunde in uns angelegt, das ist in der DNA drinnen. Aber wenn wir keinen Raum haben, ist es schwer, sie zu leben. Und gleichzeitig dürfen wir Männer wieder, für alle Männer, die zuhören, ihr dürft ruhig in die Führung gehen, ihr dürft wieder in eure Dominanz gehen mit Herz und auch diese Rahmen setzen, damit Frau will es euch danken. die wohlige Freiheit wieder entsteht und nicht diese, ich bin frei und frei und gleichzeitig ist alles offen. Ja, oder ich tue so, als wäre ich der bessere Mann. Ja, genau. Ja, die Männer versuchen, die bessere Mama zu sein. Genau. Oder der Mama Ja, so ist das im zu dunklen entsprechen. Zeitalter. Alles steht Kopf. Unsere verdrehte, schöne Welt. Ja, cool. Jetzt haben wir eine Stunde gehabt. Was? Jetzt schon? Ja. Die Ist noch was Zeit da? vergeht, wenn man sich amüsiert. Ja. Aber jetzt kommt die schöne Freude nochmal im Gespräch, im Miteinander. Ist für dich noch etwas da, wo du sagst, das möchtest du noch mitteilen? Das ist gerade da. Ich mag das gerne nochmal wiederholen, was ich eben gesagt habe, vielleicht nochmal etwas anders. Wenn du an gebrochenem Herzen leidest, mach dir bewusst, es ist nicht dein Herz, was bricht, sondern das, was du drumherum gelegt hast. Und es ist wichtig, dass das bricht. Dein Herz will aufbrechen in Liebe, in die Wahrheit, die Liebe zur Wahrheit. In die Liebe zum Selbst, könnte man auch sagen. Und ja, du kannst dir zum Beispiel auch die Frage stellen, wenn du dich gerade herzgebrochen fühlst, diese Frage, die ich am Anfang schon mal gefragt habe, warum hat das Leben mich jetzt ganz besonders lieb? In was weiht das Leben mich jetzt gerade ein? Ja, die Einladung wirklich, das Herz brechen zu lassen, beziehungsweise alles, was drumherum an Verkrustungen, Verpanzerungen, Verhärtungen ist. Und es wird Trauer da sein, es wird wehtun und es wird danach, Wahrheit tut immer erstmal weh und dann tut sie aber nur noch gut, während Unwahrheit immer wehtut. Und Unwahrheit ist sozusagen dieses, das Herz zu schützen zu wollen, zu panzern zu wollen. Das ist aufgrund von einem unwahren Glauben. Und das tut immer weh. Das ist die Medizin. Das gebrochene Herz ist die Medizin, das ist der Balsam. Sodass die Liebe wieder wirklich frei fließen kann, an erster Stelle zu dir selbst und dann auch zu den anderen. Ja, das war jetzt mein Abschlusswort. Ja. Kurz würde ich das noch in andere Worte fassen, so diese Gern. erlaubte diesen Schmerz zu fühlen. Vermeide ihn nicht. Wenn im Vermeiden Ja. des Schmerzes wirst du immer leiden. Genau, und das Vermeiden von Schmerz zieht immer mehr Schmerz an, weil alles das, was wir vermeiden wollen, ziehen wir automatisch an. Ja. Ja, cool, das war ein schöner Abschluss. Und nochmal eine schöne Aufforderung an alle, die das hören. Dein Ding startet jetzt am 24.04. Montag, genau. Die Montag. Sacred Hearts. Ich habe gesehen, das ist lustig, dein, so wieder so, ja, wie das so zusammengeführt wird. Dein Logo ist ja auch dieses brennende Herz. Das sind ja die Sacred Hearts. Das ist ja genau dieses Symbol, ne? Das ist ja, ich bin voll geflasht davon. Schön, ja. Also kommt gerne noch zu Randy dazu. Ihr habt jetzt eh schon kurz gehört. Randy. Oder Randy, oder? Kommt gern zu Randy hinzu. Ihr habt eh gespürt, vor allem diese Klarheit, die sie euch geben kann, ist sehr, sehr wertvoll. Nutzt das. Vielen Dank. Und für alle, die gerne auch dabei sein wollen, am 2.5. ist eben die große Gruppenvereinheilung, wo auch wieder einige hundert Teilnehmer dabei sein werden und wir eh schon über 30 Heilerinnen auch dabei sind, Heiler, die dieses Feld eröffnen, dass eben auch dein gebrochenes Herz einen schönen Rahmen findet,
wo du es ein Stück mehr heilen kannst und ganz viel Freude für dich entstehen kann, kannst dich auch gerne einmal links in der auf meinem Profil einfach schauen. Und bei dir, glaube ich, auch einfach über Facebook anschreiben, oder? Ja, das geht. Cool. Dann danke dir. Vielen Dank, René, Und für das, was du hier in die Welt trägst. Ich bin sehr dankbar, dass du hier wirkst. Ja. gerne. Danke auch alle, die jetzt live dabei waren, für die Fragen. Ja, vielen Dank.